Also wenn die leere Flasche hier ankommt, dann wird sie natürlich zuerst abgeladen. So, und vom Produktionsprozess her wird sie dann händisch vorsortiert, damit höhengleich die Flaschen in die Produktion kommen und verarbeitet werden können. Dort oben werden sie dann im Prinzip ausgepackt, auf ein Band gestellt. Das Band sortiert nochmal die grünen und die weißen Flaschen auseinander. Dann wird die Flasche durch die Flaschenreinigungsmaschine gefahren. Von da aus geht es in die ASEBI, wie wir sagen, oder Flascheninspektor. Der Flascheninspektor kontrolliert die Flasche, ob sie irgendwie beschädigt ist oder noch irgendwas in dieser Flasche drin sein sollte. Und dann geht sie zum Füller. Dort wird mit 40.000 Flaschen pro Stunde der Füller füllt die Flasche und von dort aus zum Etikettierer. Mit dem Etikett geht die Flasche dann zum Einpacker. Vom Einpacker, also in die Kiste eingepackt, geht dann die Kiste zum Palettierer. Dort wird die Kiste also auf eine ganze Palette gestellt und die Palette fährt mit dem Fahrstuhl ins Lager und von da aus zum Kunden. Wir unterscheiden uns besonders von den anderen Werken, dass wir hier mitten in einer Stadt sind. Und das zweite Riesenunterscheidungsmerkmal ist sicher, dass wir hier eine Glasanlage haben und eine PET-Anlage, was uns zusammen ermöglicht, von hier aus auf kürzesten Wegen unsere Kunden zu versorgen. Natürlich bringt ein Lager mitten in der Stadt Probleme mit sich. Aber da, wenn wir gut mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten, ist es durchaus möglich, auch einen 24-Stunden-Betrieb, den wir hier haben in Bremen, sicherzustellen, ohne Belastung der Nachbarn. Es werden hier pro Tag dreischichtig etwa 7.000 Kisten pro Schicht gepackt, also produziert, das heißt ca. 21.000 Kisten.